Ja, genau. Und wir suchen jetzt eine Stelle, wo wir, wenn möglich, zwei von den Gewürzgeysiren erwischen. Das dürfte hier sein. Boah, ist das hier ein Tal. Aber wir haben ja unser Ich entpacke mich Teil. Das heißt, das schießen wir da jetzt einfach mal hin und planieren die Welt. So. Und schon haben wir es planiert. Und da entpackt sich dann auch alles. Und ihr seht, es wird so eine Atmosphäre generiert. Ehrenschild. Ah ja, und hier steht, erstatte deiner Heimatweltbericht. Ja, eine Atmosphäre und ein Schild wird generiert, dass die Leute darin auch leben können. Momentan bewegen sich da nur ein paar Leute. Ja, und die können natürlich den Planeten nicht besiedeln. Das ist natürlich traurig, deswegen sollen wir ja den Terrascore erhöhen. Wir können hier auch noch. Wieder noch ein Tier. Ah, genau, es fehlt ein Tier für einen stabilen Terrascore. Das heißt also, wenn wir jetzt nicht da einen Pflanzenfresser draufsetzen, dann wird das Ökosystem kollabieren und nach die Pflanzen aussterben. So, das heißt also, wir nehmen uns dann gleich mal einen Pflanzenfresser von zu Hause mit. Wir müssen ja auch eh zu Hause Bericht erstatten. Und dann parken wir den hier gleich. Und dann haben wir unseren ersten erfolgreichen Planeten. Ihr seht ja schon 0 von 5. Also die würden 5 Gewürze produzieren. Bis zu 5 Gewürzen. Die kann man halt später auch noch ausbauen. Da hinten hat man schon was gesehen. So. Du hast Gewürz gesammelt. Gewürz ist ein wertvoller Handelsartikel. Sammle es bei jedem Besuch in deinen Kolonien oder auf deiner Heimatwelt ein. So. Wieder einmal ausgezeichnete Arbeit, Kapitän. Eines Tages wird unser Reich die Galaxie beherrschen. Wir verlassen uns darauf, dass du die Kolonie regelmäßig. Entschuldigung. Da hat mein Freund voll gegen das Mikro getreten, wie immer. Eines Tages wird unser Reich die Galaxie beherrschen. Wir verlassen uns darauf, dass du die Kolonie regelmäßig besuchst, um das produzierte Gewürz abzuholen. Unsere Wissenschaftler sind damit beschäftigt, neue Technologien zu entwickeln, um den Terrascore von Planeten zu erhöhen. Eines Tages wird das auch unserem neuen Kolonieplaneten zugutekommen. Genau wie jede Entwicklung. Man muss erstmal was entwickeln, damit es weitergeht. Bis dahin müssen wir uns um dringende Angelegenheiten kümmern. Bist du dabei? Kapitän, wir haben Signale aufgefangen, die vermutlich von anderen hochentwickelten Wesen in der Galaxie stammen. Du musst mehr über sie herausfinden und den Erstkontakt herstellen. Benutze das SETI-Werkzeug an Bord deines Schiffes, um sie schneller zu finden. Wirst du diese bedeutende Mission übernehmen? Dabei wollte ich noch euch sagen, also ihr solltet am Anfang ein bisschen schnell, finde ich zumindest, euch ausbreiten, weil die anderen Spezies sich auch ausbreiten. Und wenn die sich erstmal ausgebreitet haben, könnt ihr halt nur noch entweder mit Krieg euch neue Planetensysteme beschaffen, vor allem die mit den seltenen Gewürzen. Oder ihr verhandelt mit denen. Das dauert aber immer eine Weile und ihr müsst ziemlich viel Schotter abdrücken dafür. Das heißt also, ich würde euch empfehlen, euch schnell auszubreiten und dann mit den Rassen drumherum Frieden zu schließen. Oder was sind deine Tipps? Ja, genau so wie du das sagst. Genau wie ich das sag. Gut. Weil du hast aber schon früher Probleme gemacht, da hast du genau andersrum gemacht. Ja, andersrum ist immer gut. Nee, das ist ironisch gemeint. Ja, Also das so. sprichst du aus Erfahrung. Ja, so sollte man es machen. Weil ansonsten hat man halt zwei Planetensysteme und drumherum ist alles dicht. So, dein Kurzstreckenkommunikator ist mit einem Universaldolmetscher ausgerüstet, der die Kommunikation mit allen außerirdischen Rassen ermöglicht. Boah, das wäre ja immer geil, ne? Damit die Verbindung aufgebaut werden kann, musst du dich innerhalb ihres Sonnensystems befinden. Großartig, wie finde ich diese Aliens? Wir konnten den Ursprung dieser Übertragung nicht genau bestimmen. Du musst dich also ein wenig umsehen. Sobald du im interstellaren Raum bist, fliege zu den Sternen, die auf deinem SETI-Werkzeug mit Funkwellen und Audiosignalen reagiert haben. Das sind ziemlich sichere Hinweise. Der Weltraumflug führt zu Abnutzungserscheinungen an deinem Schiff. Kehre nach Hause zurück, wenn dein Schiff repariert und aufgeladen werden muss. Dabei kannst du gleich bei der Missionszentrale anfragen, ob weitere Aufträge im Rahmen des Raumfahrtsprogramms vorliegen. Wir erwarten deinen Bericht, sobald du Kontakt mit den Aliens aufgenommen hast. So, ich muss mir gerade die Nase putzen. So, da bin ich wieder. Nase geputzt. Jetzt kann ich ein bisschen besser durchatmen, was man bei Schnupfen sagt, beim Naseputzen, das hält eine Minute oder so.
Wir sollen ein außerirdisches Reich finden. Der weiße Planet hinter dir. Oh, ja, der hier. Ihr seht das, also hier sind schon ziemlich viele besiedelt. Da ist schon jemand, da ist noch Ja, das keiner. weiße da unten wird der Hauptplanet sein, die anderen beiden sind Kolonien. Wahrscheinlich. Der hier oder der da? Der untere. Der hier. Ja, muss ja jetzt hochkommen. So. Das heißt, wir fliegen da mal rein und schauen, wer da so ist. Oh je, die sind uns gleich feindlich gesinnt, das ist ja super. Hi. Mein Raumschiff. Ja. Erpels Gleichung war korrekt. Erpels. Eine lebende außerirdische Rasse. Wir sind nicht allein. Es sieht so aus, als hätten sie einen Gesandten geschickt, um dir Grüße zu übermitteln. Vielleicht solltest du mit ihnen reden. Öffne dein Kommunikationsmenü. Hallo. Wenn du Spodos Wort nicht annimmst, gibt es keinen gemeinsamen Weg in Harmonie. Also eine religiöse Nation, oder? Weil sie sagen, wir müssen ihrer Religion beitreten oder wir werden vernichtet. Und wir sagen natürlich erstmal, wir kommen in Frieden. So. Und der einzige Frieden wäre der von ihrem Glauben. So, wenn wir Missionen für die machen, ist das genauso wie wenn wir halt irgendwie da für die einzelnen Städte so Aufgaben erfüllen oder ihnen Geschenke machen, dass wir uns mit denen anfreunden. Deswegen können wir jetzt ja gerne mal fragen, ob sie eine Mission für uns haben. Teilweise müsst ihr aber aufpassen mit den Missionen. Sind das Missionen, wo man Artefakte klauen muss? Und das mag niemand, wenn man Sachen klaut. Und damit kann man sich unbeliebt bei anderen Nationen machen. Manche Kriegsnation möchte auch, dass sie andere Planeten zerstört und so. Also solltet ihr immer ein bisschen drauf gucken, was für Missionen die euch anbieten und ob ihr die annehmen oder ablehnen solltet. So meine ich das, oder? Weil manche Missionen sind echt heavy. Der Wunsch, an der Seite von Spodos Kindern zu arbeiten, ist der Beginn der Weisheit. Lasst uns das mal im Detail besprechen. Eine Aufgabe. Große Abenteuer erwarten dich auf Othenleaf. Eine höhere Macht da draußen will es so. Bist du bereit? Erzähl mir bitte mehr darüber. Das Kommando über ein Raumschiff macht nur die Hälfte der Pflichten eines Weltraumkapitäns aus. Die andere Hälfte erfordert taktisches Geschick auf der Planetenoberfläche. Denn du wirst mit deiner Mannschaft das Raumschiff verlassen und dich auf den Planeten hinunterbeamen. Hinunterbeamen? Unsere Wissenschaftler haben dein Schiff mit einer Teleportmaschine ausgerüstet, die dich und deine Mannschaft auf die Planetenoberfläche hinunterbeamt, damit du dort planetarische Missionen durchführen kannst. Alle ka coolen Kapitäne haben sowas. Bist du bereit für deinen Besuch in Vantego? Ein Abenteuer, ich bin dabei. Sobald du auf dem Otenev ankommst, musst du dich auf den Planeten runterbeamen. Zuvor hast du noch Gelegenheit, dein Außenteam auszurüsten. Bei manchen Abenteuern kannst du Mitgliedern deines Geschwaders runterbeamen. Kehrst du wohlbehalten zurück, wirst du mit Reichtümern beschenkt. So. Okay. Ja, also wir haben diese Aufgabe, dass wir da hinfliegen sollen, aber wir haben natürlich auch die Aufgabe, dass wir erstmal zu unserem Heimatplaneten gehen sollen. Und hier kriegen wir wieder eintreffende Funksignale. So, die Daten deines Flugschreibers sind erstaunlich, Kapitän. Wir hatten keine Ahnung, dass quasi um die Ecke eine andere raumfahrende Zivilisation existiert. Wir sind auf dem besten Weg, unseren Platz in der galaktischen Gemeinschaft zu etablieren. Vermutlich wäre es eine gute Idee, mit dieser Rasse gute Beziehungen zu pflegen. Vielleicht brauchen wir in Zukunft mal einen Verbündeten. Ihr könnt nämlich Verbündete holen. Ihr könnt, glaube ich, wie viel waren es? Vier oder fünf Schiffe? Vier. Ja. Vier Freunde haben, das heißt vier verbündete Nationen, mit denen ihr Freundschaften schließt, die ihr dann auf eure Abenteuer im Weltraum mitnimmt und die ja euch dann helfen, gegen Feinde vorzugehen oder bei Aufgaben und sowas. So, wenn wir Aufträge für sie erfüllen, bleiben sie uns hoffentlich gewogen. Vielleicht sind sie ja auch an Handelsbeziehungen interessiert, was wiederum dem Wohlstand unseres Reichs förderlich wäre. So, unsere Städte haben Rekordmengen an Gewürz hergestellt. Jetzt haben wir einen Überschuss. Du musst für uns nach potenziellen Käufern unter den Raumfahrtenreichen suchen, damit wir noch reicher werden. Sicher, wie mache ich das?
Es ist ganz einfach. Besuche unsere Kolonien, um deinen Frachtraum mit Gewürz zu füllen. Das Gewürz wird automatisch in deinen Frachtraum geladen. Dann suchst du dir ein anderes Reich, das am Kauf deines Gewürzes interessiert ist. Dazu fliegst du zu einem der Planeten dieses Reiches und nimmst über das Videokommunikator Kontakt auf. Über die Handelsoption findest du heraus, wie viel sie für dein Gewürz bezahlen. Lass dich nicht übers Ohr hauen. Entscheide selbst, ob du verkaufen willst oder nicht. Sobald du deinen Handelspartner gefunden hast, kannst du auch seine Gewürze erwerben und sie in einem weiteren Reich mit Gewinn verkaufen. Oh, das klingt ja lukrativ. Bald werden wir in Geld baden. So, wir laden uns gratis auf, fliegen aber auch zur Planetenoberfläche, weil ich hatte euch ja eben gesagt, wir wollen einen Fleischfresser haben. Wir können hier uns einen aussuchen von unserem Planeten. Nehmen wir hier den da, den Ferndoki. Wenn ihr mehrmals Spore spielt, dann werden euch die Viecher irgendwann bekannt vorkommen, oder die Namen zumindest. Ist mein Peiler hier überhaupt an? Doch, mein Radar ist an. Bei so vielen Viechern auf so einer Planetenfläche muss man manchmal schon mal ein Stück fliegen, um den dann endlich zu finden. Oder mein Radar ist aus. Ja, eigentlich ist es an. So. Heißt, wir suchen. Da kommt es rein. Da sind sie. Ich nehme mir gleich mehrere mit. Das heißt, ich nehme jetzt mal hier den Frachtstrahl und lade ihn dann geschoss ein. So, die Sache ist die, wenn ihr andere Planeten sehen wollt, braucht ihr auch andere Pflanzen. Das heißt, solltet euch dann ein paar Pflanzen suchen. Ich möchte jetzt nicht so ein Riesenspückes darum machen, weil ich ja jetzt hier im Let's Play bin und nicht in meinem privaten Spielstand. Das heißt, ich nehme jetzt hier einfach die Pflanzen von unserem Heimatplaneten mit und wir suchen uns jetzt noch zwei Pflanzenfresser, die wir mitnehmen, die wir generell so mit uns rumführen, womit wir Planeten besiedeln können. Das sind welche, die habe ich selber erstellt. Das seht ihr wieder, weil die auch der blaue sind. Die bewegen sich hier, oder? Ich sehe euch nicht. Niemanden. Ah, da rechts. So. Haben wir noch ein bisschen was anderes eingesammelt. Aber das ist, unser Platz ist limitiert. Das heißt, ich schmeiß das wieder raus. So. Weil ich wollte nur eine Komplett-Version dabei haben, also hier ein, das ist jetzt ein Allesfresser, das gilt auch als Fleischfresser, und ein Pflanzenfresser, fehlt jetzt noch ein Pflanzenfresser, und dann haben wir hier eine kleine Pflanze, eine mittlere und eine große Pflanze. Das heißt, wir suchen uns jetzt noch einen schicken Pflanzenfresser. Der hier sah lustig aus. So. Was? So. Das heißt, wenn er der gelbe Punkt ist, dann habt ihr den angepeilt und da war gerade was. Oder hier, da, ist mir egal. Ich krieg den irgendwo her. Okay, das ist hier. Das Viech. So. Dann räumen wir wieder die weg, die wir nicht haben wollen. Jetzt haben wir zwei Pflanzenfresser und ein Fleischfresser, so wie von jedem Baum ein. Das heißt, damit können wir gut ein Ökosystem aufbauen. Weil ich hier gerade sehe, dass wir hiervon nur zwei dabei haben. Zwei ist halt doof. Wir müssen halt mindestens einen immer absetzen. Das steht natürlich dann für mehr als einen. Weil ihr wisst ja, man braucht immer schon mal zwei, um Nachwuchs zu zeugen. So, hier würden wir von ihm angerufen. Okay, und die wollen mit uns Kontakt pflegen. Und haben sich schon mal bei uns angemeldet. Ich fliege jetzt mal zu unserer Kolonie und dann werden wir, weil mein Freund dabei ist hier, euch zeigen, wie man so eine Kolonie dann macht. Ich muss mir aber gerade nochmal die Nase putzen. So, da bin ich wieder. Scheiße, wenn man krank ist, ist das super beschissen. So, also ihr seht, hier fehlt ein Slot, nämlich ein Fleischfresser. Und ihr seht auch schon, dass bei uns der Fleischfresser blinkt hier. Wir werden uns jetzt ganz nah an den Planeten ranzoomen. Ich kann euch empfehlen, immer von oben zu gucken, weil ansonsten kann es sein, dass der Strahl eure Viecher sonst wohin teleportiert. Und so seid ihr eigentlich ziemlich sicher, dass es schafft, das Viech da hinzusetzen, wo es hin soll. Sehr ärgerlich, wenn man nur ein Exemplar von irgendwas dabei hat. So, du hast eine Reihe des Ökosystems vollständig hergestellt.
Ich habe jetzt keinen Bock, das zu lesen. Auf jeden Fall habe ich ja euch das eben schon erklärt. Wenn ja die ganze Reihe voll ist, dann funktioniert, ist das Ökosystem stabil. Und hier seht ihr das auch nochmal. Hier außerhalb ist zum Beispiel, wir müssen halt später auch noch so bestimmte Sachen herstellen. Das heißt zum Beispiel, gibt es Planeten, die haben keine Atmosphäre oder die haben zu viel Atmosphäre. Die sind zu kalt oder zu warm. Und ihr seht, der hier ist jetzt hier gerade so an der Grenze von Terra 1. Und damit wir den jetzt weiter besiedeln könnten mit noch mehr Kreaturen, müssten wir natürlich noch andere holen, weil die sind jetzt hier schon angesiedelt, die Allesfresser. Das heißt, die können wir nicht nochmal da drauf setzen, sondern wir müssen eine andere Rasse da drauf setzen und eine andere Spezies. Das heißt, wir müssten auch erstmal was holen, um die Atmosphäre zu verdichten, damit hier der Punkt weiter nach oben geht, und wir müssten was finden, um den Planeten zu erhitzen, damit der Punkt weiter nach rechts geht, damit wir hier dann ankommen. So, wir werden jetzt erstmal zu der Kolonie fliegen. Und sorry, wenn ich näse, also ich habe halt Schnupfen. Da näselt man dann. So, die Gebäude sind hier teurer als zu Hause. Und wir können hier dann auch wieder wählen oder neu bauen. Ein Haus habe ich ja noch, das nehmen wir also. Bereitstellen, bearbeiten. Nee, ich möchte das einfach nur benutzen. So. Ich glaube. Also, okay, da kann ich dann direkt wählen, was ich haben möchte. So. Kannst du mal was anderes aussuchen? Ja, könnte ich mir was anderes aussuchen. Dampfpause. Das hatte ich. Der große böse Schmied. So, ihr seht auch, die Geschütze sehen ein bisschen anders aus, und wie gesagt, es ist alles viel teurer. Da das hier aber blaues Gewürz ist, was halt eines der selteneren Gewürze ist, ich glaube, es gibt zweiten seltensten. Also es kommt auch immer darauf an, ob der das jetzt in eurem Gebiet des Universums selten ist oder nicht. Blau ist das zweithäufigste? Ungefähr braun, blau, gelb, lila, pink und irgendwie so. Nee, also ich weiß, dass grün sehr häufig ist. Aber ist egal, das werdet ihr selber feststellen. Auf jeden Fall ist es gut, wenn ihr von jeder Farbe eins habt. Und dann halt nachher auch einen ausgebauten Terra 3 Planeten. Ihr könnt dann später auch noch so schöne Spielereien draufsetzen. Zum Beispiel gibt es so ein Ding, was ihr eben schon gesehen habt, so eine Drohne, die euren Planeten verteidigt. Weil nicht nur die Groks greifen euch an, ja, das sind wirklich Bösewichte, die leben in der im Zentrum der Galaxie. Und die greifen euch nicht nur an, sondern halt auch andere Nationen, wenn ihr mit denen Krieg habt. Und ihr müsst ja... Oder Piraten, deswegen müsst ihr eure Städte verteidigen. Erstens mit diesen hier Geschützen und zweitens halt zum Beispiel mit so einem... Geschütz, was dann halt auch richtig Raumschiffe dick abballern kann. Und dann gibt es halt zum Beispiel auch noch Biostabilisatoren, damit wir keine Biokatastrophe haben. Weil das, was wir jetzt zu Hause hatten, das gibt es auch auf anderen Planeten. Und wenn ihr da nicht rechtzeitig hinfliegt und die Kreaturen tötet, dann geht das, ja, der Terrascore runter, schlimmstenfalls. Und das ist natürlich nicht gut. So, aber dazu mehr. Ich denke mal, die Sachen werden wir allen begegnen. Wir werden jetzt hier erstmal dafür sorgen, dass wir hier ein bisschen was einnehmen. So. Was lachst du denn jetzt schon wieder? Ja. Mein Freund weiß es schon wieder besser. So. Ich bin froh, wenn wir überhaupt erstmal was da hinsetzen können. Und ich kann das Spaß, was ja da hinsetzen. So, besser. Schon besser. So, dann haben wir noch Platz für eine Kanone. Beziehungsweise. Ich konnte nicht. Ja, eine Fabrik hätte ich bauen können. Ja, dann verbauen wir erstmal eine Fabrik. Aber nicht schon wieder direkt ins. Ja. Freudenhaus kannst du es gleich nennen, ey. Freudenhaus.